Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Wen haben wir sonst dabei? Dann gibt's eine, da habe ich ja auch nachgeguckt, wer das ist, die vorne. Mit der Rose? Ja. Die ist blind. Aus Toss auch, oder? Ja, die ist aus Toss. Die ist eigentlich blind. Und kennst du sie eigentlich wieder, ist die bessere Frage. Nee. Jetzt denk sie mal älter. Ist das aber nicht Lyxana Troy, oder? Nein. Du hast sie heute Abend schon erwähnt. Der wenigsten, die zwei Rollen bei Star Trek hatte. Nein. Hurra, ja, nee, ist klar, die war mal weiß, oder wie? Nein! Das ist Pulaski. Nee, Quatsch. Doch? Nee, Quatsch. Doch? Das ist Schauspielerin. Ernsthaft? Von Pulaski hat schon 20 Jahre vor bei Toss diese Figur gemacht. What? Okay. Ich zeig dir mal eben die Gegenüberstellung. Warte mal, ich hab mir gerade gedacht, so, sieht nicht schlecht aus. Und dann kommt das Bild von Pulaski. Ja, genau. Ruined my day. Oh Mann. Noch geguckt von welcher Serie, weil ich mir gedacht habe, keine Ahnung, habe ich die vielleicht bei Discovery verpasst, dann wäre die gerade im richtigen Alter, aber leider doch Toss. Nee, nee. Jetzt wusste ich, wie sie heißt, warte mal. Pulaski, die hat doch irgend so einen Muldauer oder so, Diana Muldauer? Diana Muldauer, Alter, ist die alt geworden. Die hat so, oh, sie hat sogar zwei Rollen bei TOS gemacht. Einmal als Dr. Anne Mulhalli, was war denn das? Mulhalli? Und dann noch einmal die fremde Materie. Ich schicke dir mal eben den Memory Alpha Link. Lass Miranda Jones. Was? Der Name ist doch so, oder? Lass Miranda Jones. Das war so ein Simpsons-Witz damals. Gott, Tatsache. Lass Miranda denn sie will ja. Gut. Das Bild von Diana Mulder oben rechts aus dem Artikel dann im Kopf haben, ja? Oder? Ich will es gar nicht nachgucken. Ja, warte, ich mach's dir einfach. Ich mach jetzt das Snipping-Tool. Ja, neu. Toll, danke. Nein. Fett in die Aufnahme rein. Ich muss nur einmal anklicken. Dann hat es gut. Toll, dankeschön. Gerne. Ja, und da gibt's noch eine da hinten. Ja, Toss. Okay. Romulanerin. Okay. Cool. Die sich Spock scheint verliebt. Ach, immer diese Verliebten hier. Vor allen Dingen, also aus Spocks Sicht eine Taktik, aber sie fällt prompt drauf rein. Dieses typische Frauen sind sofort verführt oder irgendwie sowas. Ja, aber halt auch wie damals, ne? Der Klassiker. Oh, das einmal angeguckt und sie verfallen dir völlig oder so. So lief die Folge ungefähr. Oder Klassiker bei Knight Rider zum Beispiel. So, neben den einzigartigen... Hallöchen, ich habe ein selbstsprechendes Auto. Oh, willst du mich heiraten? Von dem selbstsprechenden Auto heute gar nicht mehr so schwierig. Lass einfach den Navi mit dir sprechen. Ja, stimmt. Boah, könnte man geil verarschen. Kind, ich brauch dich. Biegen Sie ihn 100 Meter rechts ab. Oder wie bitte? Von diesen Freisprecheinrichtungen. Da hat meine Mutter so eine billige Freisprecheinrichtung. Die verliert jedes Mal die Verbindung zum Auto
Und dann muss sie halt irgendwie die wieder connecten und muss jedes Mal einen neuen Namen eingeben. Dafür und muss das Thema dann irgendwie. Sie hat jetzt schon, keine Ahnung, sämtliche Männer- und Frauennamen durch. Das ist so geil. Herbert. Herbert gibt es schon, oder? Herbert ist nicht mehr verfügbar oder irgend sowas. Peter. Peter ist schon verfügbar. Und dann versteht das Ding auch nur die Hälfte und immer wieder dieses: Wie bitte? Probiert es dreimal oder so. Abbrechen. Ja. Das versteht das dann aber wieder, ja. Nee, die abbrechen, sagt dann das Navi. So einfach so ganz, ganz Ach so. lustlos, emotionslos abbrechen. Wenn es keinen Bock mehr hat. Ja, nee. Das wäre zu lästig auf Dauer. Nee, das ist echt nervig. Ich glaube, das ist ein Softwarefehler. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ist garantiert nicht so gewollt gewesen. So geil. Dieser Name existiert bereits. Ja, dann haben wir dasselbe nochmal. Jo. Seltenen Gelegenheiten. Irgendwie sieht es so aus, fehlt da jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, Sehen. okay. Das Bild sieht komischerweise, obwohl sie links in der Mitte eine große Lücke haben, sieht es rechts irgendwie nach weniger aus. Faszinierend. Dinge gibt's, die gibt's gar nicht. Ein Wie von überlegener überlegen Ehrgeiz. ja. Alle vom Mega-Event dabei. Weißt du was, ich kaufe mir jetzt einmal für 72 und hoffe, dass der dabei Shiba ist. Bitte, 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 bitte. I drin. Oh Gott. Juhi drin. Wer ist drin? I drin. DS9 Augment Zusammenfassung. Na, kannst du auch wieder abzählen. Links und rechts sind da dieselben Personen drinnen. Spoiler, ja. Ja. Die 8472 im Hintergrund sieht immer so geil aus. Die Ja, ne? dunkle Bedrohung im Hintergrund. Wieso müsste einfach so die weiße Hai-Musik kommen, so da-dam, 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 di-li-li-li-li-li-li. Ach ja. So, ja, dann gibt es noch die Ishtmain-Spiele oder Ishmian, keine Ahnung. Ich Gab's schmier die? egal. Sagen die so gar nichts. Keine Ahnung. Wer kauft sich denn für 350 die Lithium? Klick. Nein. Ne, Quatsch. Schiffsbaupläne. Von einer grünen Miranda-Klasse, die man eventuell nur abgreifen kann. Hilfe. Warte, Wahrscheinlichkeit 35%. Ja, läuft, ey. Nee, nee. Hast du dir denn Bashir eigentlich gekauft? Nee. Okay. Nee. Weil ich gehofft hatte, dass er vielleicht diese Woche nochmal als Event kommt oder so, oder dass es ihm vielleicht gratis gibt. Aber ich sag mal so, wenn es ihn in 2, 3 Monaten nicht gibt und ich wieder 200.000 Ehre habe, das ist so mein Minimum-Level, dann gebe ich die aus. Ja. Ja, ansonsten. Die 8472 sind gut, habe ich gesehen. Im PvP gibt es die jetzt ein paar Mal. Okay, ja, ich habe lange kein PvP mehr gemacht. Da sind mir die aufgefallen, dachte ich, nice. Gute Werte. Zwei Einzelpakete Premium zum Auspacken, Cass. Es läuft Fuck my da, life, ey. Paket Nummer 2! Käst. Endon. Nilix. Okay. Nilix, das wäre nichts gewesen. Barschi-Pärchen. Alle zwei Klicks verliebt sich ein. Keine Ahnung. Sie ein Kiss, ja.
gerade gedreht, da kam auch wieder Spannendes aus der ersten Reihe. Sind die jetzt zweimal, verstehe ich gar nicht. Hast du schon gedreht heute? Heute schon gedreht. Oh, ich kann die sogar gebrauchen! Zum Einfrieren! Nee, ich muss mir ein Feuerchen machen! Das ist hier Bestäuber-Case. Hier mit dem Zweig in der Hand. Wow! Ja, ne, geil. So. Und der so klingt wie so ein Pokémon hier, Mendon. Ne, den hab ich schon, okay. Pikachu! Ich hab grad gedreht und kam wieder tolle Items dabei raus. Also ich drehe mittlerweile auch nur noch einmal. Ich hab Verschlüsselungsalgorithmus bekommen. Auch gedacht, nee, es reicht jetzt nur noch einmal drehen. Ist eh nur schon dabei. Nur noch einmal. Gudi. Ja, bei den Shuttles bin ich immer noch nicht weiter, bei mir ist immer noch KCA offen. Okay. Und zwar, ich glaube, von. Wie heißt denn das? Ganz unten heißen die Feind oder so. Bin ich jetzt mittlerweile auf. Allianz? Warte mal, ich schau mal. Dominion sind die ganz rechten. Lalala. Und das nennt den Deep Space Nine-Fan, ne? Was mit Deep Space Nine? Du sagst, die ganz hinten, das sind die Dominion bei den Fraktionen. Nein, Dominion hab ich durch. Ich meine, man ist ja erst, weiß ich nicht, Erzfeind, dann Feind, ach dann so, verbündet, dann Allianz. Und so. Also ich bin jetzt mittlerweile verbündet 72 und glaube ich, geehrt ist, glaube ich, durch, oder? Ich weiß nicht. Das wusste ich am Anfang mal, aber seitdem ich da durch bin. Seitdem ich das Spiel durch habe, sehe ich das als gar ja, nicht. Ist, ja. Schnee von gestern. Hast du es manchmal eigentlich auch, dass bei Crew eine 1 steht, obwohl du gar nichts mehr machen kannst? Ich weiß nicht, bei mir stehen laufend Zahlen, weil ich ja nicht alle level. Ob da dauerhaft 20 oder sowas stehen. Oh Gott. Ja, ich habe irgendwann mal angefangen, wieder den ganzen Quark zu verteilen. Was? Weil dann gehen halt immer den großen Charakteren dann die Items aus. Ich möchte halt eher denen was geben und den kleinen halt nicht so viel. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Antrat. Weisheit des Lebens. Gib du kleiner nicht so viel. Ich quänge eh die ganze Zeit hier. Also du gibst den Kleinen nichts, aber den Großen mehr. Ja, okay, ich kann auch so Robin Hood mäßig wieder mal verstehen. Ja, hast du irgendwie zum Unsterblich machen? Nein. Gut, dass du fragst, Balbo, ja. Nee, wirklich nicht. Ich hab eigentlich gar nichts für diese Woche. Oh. Echt durch. Wir können gemeinsam meine 5 Sterne Lieutenant Commander Tierzieher Decks machen. Wie geil gerade dieses Vogelzwitschern im Hintergrund kommt. Fies. Weißt du, wäre eigentlich nur so ein Grillenzirpen gewesen, oder? Ah, das ist schön. 5 Sterne Decks unsterblich. Für die habe ich mir 2 Sterne gekauft und dann waren sie letztens irgendwann nochmal bei der Auswahl drinnen. Habe ich glaube ich eh bei Discord gepostet, die wo es noch Worf gab als Alternative zweimal. Indem ich Worf, ja. Dex. Dex. Und jetzt habe ich die unsterblich. Beste Wissenschaftlerin mit 1258. Ja. Ist schon ganz gut. Einer der Lieblingscharaktere von mir im gesamten Star Trek-Universum. Ja, da bin ich bei dir. So. 4 Sterne hatte ich auch irgendwo. Unsterblich machen. Lalala. Ach, hier, Lita. Die Mirror Lita von letzter Woche. Ernsthaft? Ja. Aber du spielst auch gar nichts mehr anderes, oder? Ich frage jede Woche gern nochmal.
hat 806 Befehl. Boah. Geht so. Kann man machen. Die guckt so spooky. Ja. Spooky, spooky. Spooky. Und dann haben wir noch irgendein. Ja, die Tamir, diese Vulkanierin mit ihrer Einkaufsbox. Ach, die, die uns Menschen den Klettverschluss gebracht hat. Ah. Ja, vielen Dank, Tamir. Ja. Wie du mir so Tamir. Oh. Na, übertrag sich schon langsam meine Kopfschmerzen zu deinen Kopfschmerzen. Es ist auch so eine, es ist so eine vulkanische Technik. Ich frage mich gerade so, Saraza, bist du es? Ja, stimmt. Der hat ja auch immer. Lecker! Der hat ja auch immer brilliert damit, Entschuldigung. Passend dazu kraft ich gerade Zulus-Tee. Den könnte ich jetzt auch gebrauchen. Ja, ich glaube. Ja, das ist auch für einen Tee, oder? Ja. Zu wenig. Zu wenig. Was hat denn einen überhaupt? So ein Früchtetee. Ich glaube, Hüttengaudi war das. Okay. So eine Kombination. Der ultimative Erkältungstee, der Hüttengaudi. Ja. Ich bin so der Früchtetee. Das klingt wie irgendwie so eine Themenwoche bei McDonalds. Hüttengaudi bei McDonalds, nur diese Woche. Hol dir den alten Burger. Ja, Früchtetee mag ich am liebsten. Ja, bin ich eigentlich auch der Fan von. Ich hab mal, jobbedingt haben wir mal Tee geschenkt bekommen, ganz hochklassigen, den, also wenn man den bei Amazon oder bei Google eingibt, so ein Tütchen für 20 Euro. Hab eigentlich klingt auch falsch, so ein Tütchen für 20 Euro, frisch aus Holland. Ja. Und dann gibt sich das Tütchen in der Teeweste. Komme ich jetzt da raus, ohne dass ich die Polizei vorbei. Weil es hieß auch noch der grüne Tee. um die Story vielleicht zu Ende zu bringen, hab eigentlich voll die Geschmacksexplosion und voll das geilste Tee-Event meines Lebens erwartet. Und es schmeckte einfach nach gar nichts. Es schmeckte nach nichts. Aber echt wirklich ja überhaupt nichts. Ich hab gedacht, ist das da jetzt drin oder ist das heißes Wasser? Was ist denn das? Das geilste Tee-Event. Ich musste mir gerade denken, das ist die nächste Folge mit Disruptor Beam. Das nächste Event. Lauter Charaktere mit ihren blöden Teetassen. Das fünfte Event-Item ist dann Tee Grey Eyes. Ah, hier hätten wir Captain Zulu mit seinem Teetässchen. Dann gab es Pulaski, die mal Tee getrunken hat. Da war ein Foto. Picard locker auch mal 10.000 Mal. Da haben wir ihn schon. Keine Ahnung, wer noch alle. Aber Deep Space Nine haben sie halt auch irgendwie. Da war irgendein Tee galt als Medikament oder so. Okay. Haben wir nicht, wer es getrunken hat. Bashir? Medikament? Der hat zwar Abreitermittel, wenn er das getrunken hat, aber okay. Ich bin jetzt nicht groß. Kann auch sein, dass er es getrunken hat, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, nee, ich glaube, das war ein Tee, den er gemacht hat für Kira, als sie, was ich dir nicht verraten darf. Schwanger war wahrscheinlich. Und wahrscheinlich noch angepisst hat den ganzen Tag. Okay. Diese Lippen sind versiegelt. Einfach gucken. So. Ja. Na guck mal, Timir habe ich auch. Ein Stern, Level 30.
unsterblich. Da ist diese Stimme schon wieder. Wie du die noch hinkriegst, trotz Erkältung, das frag ich mich gerade. Ja, ich glaube, ansonsten bin ich auch durch. Was ich noch habe, ist diese ehrenvolle Erwähnung. Ich habe keine Ahnung, wem ich die spendieren soll. Weil ich bin mir ganz sicher, sobald ich die irgendwem anhänge und den unsterblich mache, kommt er irgendwie bei der nächsten Reise dann daher. Da ist ganz sicher auch ein Algorithmus dahinter. Die, die du schon unsterblich hast oder die du schon so oft gesammelt hast, die kommen dann einfach öfter. Es ist so gemein, wenn man eine Auswahl hat und man hat alle drei schon unsterblich. Fuck you, Spiel. Ja, das habe ich Gott sei Dank noch nicht gehabt. Ich habe diese Momente, wenn ich so denke, okay, also... Echt nicht, weil du hast ja auch schon ein paar Packs gekauft. Zu Seven zum Beispiel oder so? Die kam doch jetzt locker schon ein paar Mal vorbei, oder? Diese also Drohnen selber. Ich habe welche zum Wegwerfen, aber wenn ich zum Beispiel so ein oder O'Brien öffne und da ist dann diese Dreier-Auswahl, ja, dann habe ich das einzige Nervige, dass entweder einer ist ganz voll schon und von den anderen zwei habe ich gar keinen und denke mir so, fuck, schon wieder ein Crewplatz verschwendet. Okay. Mit 1 von 5 Sternen, den, wo du die restlichen noch 5 Jahre für brauchst. Oder was noch, ich weiß nicht, was ekelhafter ist, entweder diesen Crewplatz oder einer ist unsterblich, einer, den willst du aber unbedingt haben, den hast du aber noch gar nicht, aber dann ist noch einer dabei, der hat 1 oder 2 Sterne, wo du den Charakter aus der Folge aber so total widerlich findest und den eigentlich gar nicht haben willst, dir aber denkst, naja, bevor ich jetzt aber einen Crewplatz beschaffe, ist es einfacher, den einen Stern zu verpassen. Das ist dann irgendwie so, ja, im Besitz, aber irgendwie auch verschwendet. Stimmt. Ja, kenne ich. Da entscheide ich mich, also kommt dann drauf an, wenn ich den Charakter wirklich total cool finde, dann entscheide ich mich eher für den Charakter. Aber ich kenne das dann und oft habe ich dann auch schon gedacht, okay, mache ich den halt unsterblich. Auch wenn ich den nicht so toll finde. So, unsterblich, einfrieren, weg. Ich habe jetzt sogar echt angefangen, schon die 4-Sterne-Leute einzufrieren. Da habe ich mich hier lang davor da irgendwie gewehrt, aber ja. Ja, es geht langsam nicht mehr anders. Ich bin bei 200 von 200. Einen habe ich weggefroren. Ja, einen Liedern habe ich schon mal weggefroren. Und bei mir war es Selah, weil die hat echt keine guten Werte. Was? Ja, Tasha. Ah, du. Und Paris, glaube ich. Da kann man auch auf nix. Protonen Paris. Echt? Der kommt auf nix, dieser Schwarz-Weiß-Paris-Store. Mhm. Oh. Gut, dass ich den irgendwann letztens da irgendwelche Items verpasst habe. Warte mal, also nix ist. Warte, gucken wir mal. Nur auf 900. Nee, Quatsch. Ja. Nee, bestes Kommando 674. Und die Grün? 300 irgendwas. Also unter 1000, Bro. Ja, ja. Das nee, geht gar nicht. Ja gut, aber ich meine, bei den Lilanen, die sind eh so viel vorhanden, dass man nachher locker die Hälfte wegwerfen muss. Und gerade bei Kommando ist eh so oft. Da gab es ja den Vok und den Picard und die haben alle Kommando auf 1100 irgendwas. Plus zusätzlich 700, also ja, will ich den nicht so vermissen. Das gleicht sich wieder aus. Guti. Jo, dann würde ich sagen... Ach, was ich noch machen möchte, ja, in der Aufnahme? Ja. Ich möchte in die Ehrenhalle gehen und ich möchte mir eine... irgendwas gönnen. Ich glaube, ein Legendary Behold, weil ich das noch nie gemacht habe. Mich echt mal interessieren, wie das so... Ob da wirklich eine Behold-Auswahl kommt, weil Kenny meint, das kommt einfach irgendein 5-Sterne-Dude. Aber Behold heißt doch eigentlich Auswahl. 45.000 kriegst du keine Auswahl? Bin mir nicht sicher. Ich hab's immer. Teure Investition, muss ich sagen. Ich hab's noch nie ausprobiert. Und ich könnte es jetzt in der. Was? Ja, genau.
Ich könnte es auch in so ein Pack-Opening reinbauen, aber ich bin da so im Verzug, ey. Ich habe noch so viel zum Schneiden davon. Ich mach das jetzt einfach. 3, 2, 1. Das ist Dex. Wahrscheinlich gerade eingefroren. Oh, es kommt echt eine Auswahl. Okay, das ist gut. Sehr schön. Ich bin und gespannt. Wir haben hier dabei einmal Troy. Ja. Die heißt, keine Ahnung. Troy mit Mantel, also mit dem Kleidchen. Ach, die Spiegeluniversums Troy. Könnte sein. Okay. Dann haben wir Kim, den Beowulf Kim. Mhm. Und LaForge, der Kostümierte, der letztens auch dabei war bei dem Pack. Ach, der aus Robin Hood da? Mhm. Ah, okay. Gut, Kim habe ich schon zweimal. Es ist jetzt wieder dieser Moment. LaForge, weiß ich nicht. Der Kostümierte finde ich nicht so geil. Und Troy habe ich noch nicht. Medizin wäre nicht schlecht. Ah, ich glaube, ich nehme. Da nehme ich auch eher Kim dann, den ich schon zweimal habe. Mache ich den eher auf den dritten Stern. Oder Troy? Medizin? Naja, komm, Kim. Spannung. Ja, sehr schön. Gudi. Jo, dann müssen wir das auch mit der Behold-Auswahl. Und den Kim können wir gleich mal verbessern. Also, du hast dir sowas auch noch nie geholt, oder? Solche Behold-Sachen? Nee. Also, mir die Ehre zu schade. Da gebe ich es gezielt dann aus. Also 5000 mehr und du hast die gezielte Person, die du leveln willst. Ja. Aber da weiß ich dann wieder nicht. Nee, ich wollte jetzt echt. Ich habe mir gedacht, von den 5-Sterne-Leuten habe ich noch nicht so viele. Bei den 4-Sterne-Leuten würde es mich dann ärgern, wenn ich so eine Auswahl habe und dann kommt dasselbe, die ich schon habe. Bei 5 Sterne können es echt nur. Da habe ich echt nur Picard-Spieluniversum und Zier-Dex auf unsterblich. Das wäre echt schon gemein, wenn die kämen. Exakt die drei dann wahrscheinlich. Das ist so die Antwort von Disruptor Beam, wo würdest du sagen, fuck you. Oben in der Mitte steht dann noch mit freundlichen Grüßen ihr Disruptor Beam Team. We're watching you. Wenn es mal so wäre, dann wüssten sie mal die ganzen Fehler, die im Spiel sind. Okay. Ja, deswegen gucken sie damit Absicht nicht, sonst hätten sie ja Arbeit, die sie machen müssen. Schöne Schlussworte. Dann bedanken wir uns für immer fürs Einschalten, ne? Achso, warte also, ganz kurz, so Erfolge 223 unsterblich. Gerade zwei vor dem nächsten Dilithium. Ach, du bist nächste Woche, schaffst du es locker. Gucken wir mal. Ist wahrscheinlich bei 280 Unsterblichen dann. Aber beim letzten Mal gab es ja dieses Package, dieses eventbezogene Package. Hast du das auch bekommen? Ab irgendeiner gewissen Marke? Oder hast du das Event gar nicht dann so weit gemacht? Ich habe es bis zur vierten Liter und ich war bei 130.000 Punkten oder so. Ah, okay. Naja, später waren ja dann noch diese Gratis-Packs. Dann habe ich es weitergemacht. Und da habe ich dann den Augment Commander O'Brien gezogen. Dieser goldene 5-Sterne O'Brien da, wie wir gesagt haben. Ein Anzug oder so, ne? Wie der, genau, mit dem Strampler und mit seinem, wie komisch der dieses Photonen. Gewehr hält, ja. Gewehr ja. hält. Naja. Auch mittlerweile auf Stufe 99. Ernsthaft, oh Gott. Ja, ich habe diese mega Reise gehabt, da hatte ich viel Chronitonen zum Verballern. Ich merke schon. Alle rein in den O'Brien geballert. 818 Sicherheit und 604 mögliche. So, das ist schlecht. Gut. Für einen Stern, also eins von fünf. Ah, da kommen noch mehr. Oh Gott. More to come. Ja, ist schon gar nicht so verkehrt. Also der hat zum Beispiel bessere Sicherheitswerte als der Kim, den ich mir da gerade gekauft habe. Der kommt nur auf 750 und hat 3 Sterne. Ja gut, das eine ist ja auch Deep Space Nine, das andere ist Oh Mann. Da kommt dieser
Dieser Hustenbrüder, dieser Brechreiz. Ich brauche den Einbau, also. Wir bräuchten so einen Counter im Dingens, im Video. Liebe Zuschauer, gebt uns doch mal den aktuellen Counterstand. Voyager Bashing. Bing. Über 100 Folgen Timelines nochmal durchgucken. Ja, beim letzten Mal habe ich dann auch die 100 überschritten. Irgendwo so mittendrin. Ja, bei mir war das auch so mittendrin. Unerwähnt so. Ja, okay. Ich kurz überlegt, ob ich die Folgen dann 99a, 99b, 99c... Ja, das dachte ich mir auch beim Schneiden. Und beim nächsten Mal so, hallo zu 100. Aber dachte ich so, ach nee. Das hat Gronkh mal gemacht, oder? Hat das nicht Gronkh mal gemacht? Ja, bei Minecraft. Minecraft? Wieder vor dem 1000. oder vor dem 2000. Minecraft. Ja, irgend sowas. Ja. Hat er wahrscheinlich auch eine längere Session gehabt und wollte dann irgendwie ein... Ja, irgendwas war da, ich weiß nicht genau, was er da rausgezogen hat. Ich glaube, so ein Special wollte er da machen. Hm. Welt abreißen oder so, ja. Er wollte ein Special machen und kam da wieder auch zeitlich nie dazu. Nein. Grüße an den Erik, so. Ja, dann darf ich? Mhm. Darf ich? Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, liken. Bis dann. Macht gut. Rumlohn, was machst du? Ja. Alles, was er gesagt hat. danke fürs... Mal zwei. Achso, übrigens, es kam gerade, um es noch ein bisschen rauszuzögern. Und um unserer Tradition gleich zu bleiben, dass wir uns verabschieden und dann geht das Ganze noch eine Folge. Gab es bei dir auch ein zeitlich limitiertes Angebot? Mit einem Euro? Mit was? Nee. Was ist das denn, ein Euro? Ja. Haben sie verzippt. Greife einen Boost. Verbessere deine Shuttles mit diesem erstes Mal Angebot. Und erhalte eins. Gratis hinterhergeworfen, den Kadettendingern. Wir kauften den Scheiß. Zu einem unglaublichen Preis. Kaufen sie bis zu 10 Mal. Grenzzeit nur. Nee, hab ich nicht. Für 1,09 € Premium Shuttle Boost. 0,9 die waren jetzt ganz wichtig dabei, ne? Ne? Wird aber schon günstiger. Waren die nicht mal für 10 Euro drinnen? Oder waren das dann mehr? Ja, ich glaube, das war dann zusammen mit Lithium und VIP-Punkten, oder? Ja, vielleicht. Aber nee. Nee, Disruptor Beam auch diesmal nicht. Vielen Dank fürs Angebot, aber nee. Muss nicht so sein. Lass mal stecken. Ja. Na gut, aber das war's dann wirklich. Dann auch von mir vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.